ehrenwerten Magister des Deutschen. Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed. Ich habe die Befragungsmission mal gesucht und mal sehen. Alle angelegten Schiffe müssen frei von Ladung und Mannschaften sein. Die Kapitäne melden sich beim Abgesandten des Deutschen Ordens, um neue Befehle entgegenzunehmen. Jeder Versuch, ein Schiff vor der Konfiszierung zu verbergen, wird schwerstens bestraft. Ja. Und hier kommen wir wieder zu unserer alten Alter-Ihr-Manier. Ja. Das heißt, der nette Herr wird sowieso sterben. Hahaha. Ja. Na komm, lass mich. Ich will gar nichts von euch. Ach, da sind ja auch noch Waffen. Da links gesehen. Oh, ja klar. Da kommt die nächste Bettlerin. Ja. Gib mir noch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen. Da, warum eigentlich nur zu mir? Warum nicht zu dem Kerl, den ich verfolge? Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Boah. Nix da, nix da. Noch ein bisschen. Da kommen ja jetzt wieder Schläger. Die sind ja nicht gerade gut, um mich zu sprechen. Aber hier vorne gleich sieht das eigentlich gut aus, wenn die Wache vorbeikommt. Ja, genau. Oh, ja klar, dann kommen natürlich wieder Schläger. Ja, genau. Warum nicht gleich 20 Stück auf einmal an einen Ort? Ja, geh weg! Oh. So. Lass ihn mal ein bisschen vorlaufen. Himmels Willen, lasst von dir ab! Warum dreht ihr euch nicht um und verschwindet? Ja. Ist heute meine Kraft? Euch strecke ich mit geschlossenen Augen nieder. Das könnt ihr nicht uns halten. Ach, ihr habt einen alten Fehler begangen. Es ist doch dieser Unsinn. Wir sollten nicht kämpfen. Ich nicht meine Schuld. Ich befolge nur Befehle. Wenn ihr euer Schiff zurück wollt, wendet euch an das Gericht. Darum geht es mir nicht. Sondern? Siebrand hat beinahe 100 Schiffe beschlagnahmt. Was hat er vor? Eine Blockade. Sie sollen auf die offene See hinaussegeln, um einen Blockadering zu bilden. Warum? Will Salah al-Din von der Seeseite her angreifen? Nein, es geht nicht um ihn, sondern um Schiffe aus der Heimat. Damit Richard keinen Nachschub erhält. Warum sollte ein Verbündeter Richards ihn derart schwächen wollen? Ich weiß es nicht. Fragt Siebrand. Es sind seine Befehle. Ich überbringe sie bloß. Bitte, lasst mich ziehen. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Es schmerzt mich, aber ich kann nicht riskieren, dass ihr ihm von mir erzählt. Komm, weg da. Alter, ja. Die alte Idee. Ja. Wir machen uns hier hoch. Zur Information, Herausforderung, Eskorte. Ah, wir können hier hoch. Ist immer gut. Für mich ist das hier immer gut, weil ich mich irgendwie ein bisschen besser auf den Dächern was kenne. Uhuhu. Eieiei, da ist er ja schon. Runter. Oder? Oh Gott, voll verwirrt.
Das hat so schön geleuchtet, da dachte ich, dass er das wäre. Aber nee. Ihr dürft nicht passieren. Ja, ja. Sagst du. Kommen her! Oh, jetzt denkst du also, du könntest dich verstecken wie eine Ratte! Wo bist du? Dann machen wir mal kurz hier. Verstecken wir eine Ratte. Ein bisschen da lang. Da! Das sieht doch aus nach einem Verbündeten von uns. Ja, komm. Danke. Nur noch einen Weg. Okay. Alter, ja! Ich glaube an dich! Gut. Da haben wir ihn auch schon. Ihr! Ja, ihr! Ich erkenne diese Robe. Hütet eure Klinge. Ich verrate euch nicht. Ich brauche eure Hilfe. Ich traf einen Mann, der mir nun nach dem Leben trachtet. Die Umstände sind nicht wichtig. Wisset nur, dass er es verdient hat. Bringt mich sicher zum Stadttor und ich werde euch belohnen. Ja. Irgendwie denke ich, dass die Leute, die da diese komischen Geräusche geben, dass die irgendwie einfach nur besoffen sind. Ja. Und wir manchmal aus irgendwelchen Gründen nicht trifft, obwohl er eindeutig trifft. Na komm, greift mich an. Na, wer will zuerst sterben? Du? So. Bei dir hilft das so nicht, ne? Guck da, schon wieder. So. Weiter. Leute. Ja. Ja. Also. Komm, greif an. So, jetzt aber. Hier, weiter. Komm, dann schneller. Weiter, weiter. Komm. Ich soll dich sicher geleiten, dann geh auch schneller. Sonst müssen wir hier die ganze Zeit an einer Stelle töten. Da kannst du auch gleich an der Stirn so ein Zettelchen kleben. Hey, sorry, ich bin schwer gesucht. Ey, nee. Wer, wo? Ich? Oh. Soll ich euch machen? Das ist zu. Oh, das ist zu einfach, genau. Ach so, okay, der flieht. Oh nein. Lalalala. Klar, während einer Mission kann man eine Belauschmission starten. Die machen wir gleich als nächstes. Ja. Wenn er hier jetzt... Ja, komm. Ja, egal. Exzellent. Nun sollte ich sicher sein. Ach ja, die Belohnung, die ich versprach. Hier ist sie. Diese Karte hat mir stets gute Dienste erwiesen. Ich hoffe, dass sie euch auch nützen kann.
Ja, kann sie mit Sicherheit. So, wir machen jetzt noch ganz schnell die Lauschmission. Versuchen sie noch in die Zeit hinein zu quetschen. Ja. Und zack. Es wird immer schlimmer. Seine Furcht kennt keine Grenzen. Er hat die Wachen verdoppelt. Niemand schläft mehr. Bis er den Hafen zu seinem Heim machte, war es nicht so schlimm. Er plant etwas auf See. Deshalb kam er hierher. Doch was? Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin was hat das zu bedeuten? Ihr beiden dort in der Ecke. Flüsternd und intrigierend. Nichts derartiges. Wir haben nur... Nur was? Was habt ihr zu verbergen? Aber ihr irrt. Verfluchte Assassinen. Gewiss sind sie jetzt in der Nähe und beobachten uns. Findet ihr das amüsant? Tatsächlich? Nun lacht, solange ihr könnt! Gib mir doch ein bisschen Geld, ein paar Münzen! Verdoppelt die Wachen! Welche? Na, alle! Nein, ihr versteht nicht. Wir haben nicht genug Männer. Findet welche! Ruft unsere Krieger vom Felde zurück, wenn es sein muss! Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Meine Familie ist sterbend. Wie die Angst haben. Könnt ihr mir ein paar Münzen entbehren? Wie? Okay. Wie die echt Angst haben von mir, kann ich gar nicht nachvollziehen. Na gut, ja. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch was, ne? Weil meine Zeit ist jetzt auch schon um. Also, auf bald!